Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir sind jetzt bei und planen den Stall. Den Stall habe ich vor, hier zu bauen. Ich habe schon mal kurz mal geguckt. Die Fläche ist ziemlich groß. Da muss ich aber Folgendes sagen. Wir müssen erstmal planieren. Das heißt, planieren heißt, wir müssen immer hier Dings bereiten. Terraforming. Und zwar bekannte Menü. Das führe ich erstmal hier. Und zwar das Gelände angleichen. Das heißt, verschieben, angleichen. Das Angleichen ist mit der Maus. Und zwar, wir werden hier ein bisschen größer machen. Stärke, Q, losdrehen. Rad in einem Pfeil. Weil wir müssen ja ein bisschen größer machen, ne? Das heißt, auf diesem Niveau will ich hinaus und dann hier das entsprechend angleichen. Der Stahl ist ziemlich groß, das ist schon die ganze Ecke im Beanspruch. So, angleichen heißt planieren heißt ja im Prinzip absenken, heißt jetzt links anheben. Wir wollen ja nur angleichen, das heißt mit dem Mausrad drücken und auf diese Höhe. Aber nicht senken, Junge. Heben. Hier muss ich mir ein bisschen vorsichtig sein. Das kostet nicht nur einen Haufen Geld, das kostet auch Nerven, wenn es schief geht. Denn das lässt sich dann im Großen und Ganzen nicht korrigieren mehr. Es sei denn, man hat vorher gespeichert und dann eine Sicherungsdatei gemacht, wo man das Spiel neu laden kann. Das habe ich in dem Fall nicht getan. Kann man sagen, wie man will, das kann blöd sein, aber auch nicht. Das soll ja ungefähr die Höhe haben von dem alten Gelände. Angleichen werden wir noch machen. Aber erstmal die Höhe regeln, ne? So, angleichen ist mit Mausrad. Planieren ist ja mit beiden da, ne? Also planieren ist ja im Prinzip. Ach so, okay. Das ist sogar besser. Wir planieren, ne? Das ist ja vielleicht sogar besser, als wenn wir hier mit angleichen machen. Dann machen wir das hier ein bisschen in Anführungszeichen weg und können in den neuen Stall dann setzen. Wir können den alten ja weiterhin verwenden als Maststall. Das ist ja okay. Aber wir werden immer den neuesten für unsere Kühe nehmen. Und zwar an dem Bereich. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir geldmäßig nicht so viel ausgeben. Der Stall gleicht ja auch noch ein bisschen an. Also. So. Der Stall soll hier hinkommen. Das heißt, hier werden wir noch ein bisschen wegnehmen. Also wer Angst hat, würde ich empfehlen, den Radius klein zu nehmen und dann ist es nicht ganz so dramatisch, ne? Dann ist es der Schaden nicht so ganz so groß. Also ich tue aktuell planieren mit beiden Tasten der Maus. Dadurch habe ich eine Höhe. Man nimmt im Prinzip weg und gibt drauf. So. So, gut. Die Fläche wird hergerichtet, soweit es geht. Man sollte es vorher angleichen, denn der Stahl nimmt sich irgendeinen Punkt an und dann hast du entweder höher oder tiefer und dann ist dann hinterher ungünstig. Ne?
So, jetzt werden wir mal ganz kurz wegnehmen. Die Fläche ist fertig. Ja, mit Bäumen ist blöd, aber gut, da werden wir mal sehen. Vielleicht später die Bäume entfernen, wenn wir da noch rankommen. Und wenn nicht, mal sehen, wie es aussieht. So. Gebäude. Tierhaltung. Ich wollte den Kuhstall nehmen und nehme am besten gleich den, den ich die beste Erfahrung genommen habe bis jetzt. Der funktioniert. Und der hier funktioniert. So, das ist ein Kuhstall für mich, für Milchhaltung. Also sollte die Versorgung ist vorne. Also vorne ist der Bereich, wo er reingefahren wird, und hinten kann man auch entsprechend fahren. Nach Möglichkeit weit nach hinten. Nach Möglichkeit, dann haben wir hier vorne diesen Platz. Da hinten rein, so schön. Das müsste jetzt funktionieren, ne? Gekauft. Nächste. Gleich mit Wiese gekauft, ne? So, der Stall ist fertig. Und jetzt können wir die Kühe hierher bringen. So. Ist gleich mit Weide, mit Baum, das passt doch. Perfekt. Hier sind auch entsprechend schon angeglichen, ne? Das ist gut. So, und hier ist es auch optisch ganz okay. Das ist so schräge, das ist okay. Hier ist ein bisschen mehr weg, aber das passt auch. Oh, hier können wir gut wenden und rangieren. Hier kann der Mist rausgefahren werden, also mit einem Förderband und so schön zum BGH gebracht werden. Ja, ne? Hier ist unsere Gülle. Und jetzt werden wir hier mal die ersten Futtermischwagen bereitstellen. Wasser. Wasser. Wasser ist das erste, was machen wir. Das werden wir zuerst umbauen. So, da ist der gute alte Wasserhahn. Den werden wir aktivieren. Und zwar mit R. Steht da schön, ne? Jetzt verschieben wir das gute Stück mit Rad rüber, natürlich in dem Bereich, wo der Trocher sein soll. Ne? Das kann man nur einmal machen, beim zweiten Mal geht es nicht. So, so halt Taufe, ne? Hier so gut. So, jetzt ist mir erklärt, ne? Verschieben, rotieren. Kamerawahl bestätigen. Nein, jetzt gehen wir erstmal auf den zweiten Modus. Das ist wichtig, dass man beides zur gleichen Zeit macht, dann kann man den bestätigen. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. So, das nämlich hier, wo Wasser rauskommt, das stellen wir hier so hin. Das passt so. Und jetzt können wir das mit Enter. Wird man kurz nachgefragt, wenn ihr jetzt Ja gibt, also bestätigt, dann ist es endgültig. Ne? Zack. Da steht. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Man müsste höchstens mit dem Trick nehmen, den Mod kurz deaktivieren, Spiel laden und dann wieder aktivieren. Dann kann man es wieder neu ändern. Aber so. Ja, jetzt kommt die Meldung. Ne, keine Kühe da. Ne? So, jetzt werden wir unser Futter holen. Zumindest hinstellen. Denn wir haben ja jetzt ein paar Tiere da. Ja, das Geld fast alle, ne? Ja, so kann es gehen. So. Denn. Schauen wir mal, dass die Silage hier loswerden, ne? Ist ja egal, muss ja loswerden. Dann putzen wir gleich mal. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Der neue Stall ist dann immer sauber. Warum es so ist, keine Ahnung, ist halt so, ne? Hat auch Vorteile. So. So. Die Mastrinder bleiben ja hier. Das ist ja noch mal verantwortlich. Das wäre ein Quatsch. Die werden ja nicht hier bleiben, ne? Nur kommen die später
Ja, da sind wir drinnen. In den fahren wir da halt nicht rein. Jetzt fahren wir hin zum Mischfutter und werden den mal gleich leer machen. Das können wir hier vorne auch leer machen, theoretisch, aber dann machen wir nicht. Oder bei der BGH. Ups, die Lage können wir abkippen. Und die will ich ja loswerden, weil ja, hier ist auch ein Lager, ne? Kleines Lager, aber fein. Für später mal könnte man die Lage jetzt da hinten ist, hier zwischenlagern. Dann braucht man nicht Angst haben, dass es drauf geht, ne? Aber wir haben ja mit Glück, wenn wir hier entsprechend hier genügend Ballen haben. Und der Schnee geht langsam weg. So langsam aber sicher taut er weg. Irgendwann ist er ganz weg. So, jetzt machen wir die erste Ladung voll. Wie gesagt, die erste Ladung machen wir voll und dann holen wir gleich die ersten Kühe. So, dann können wir gleich hinfahren. Wir müssen ja noch nicht reinfahren. Wir können reinfahren. Wir können reinfahren. So, hier schön planiert, eine Ebene, dann fast, ne? Ein bisschen angleichen, das können wir noch machen, kein Thema, aber man soll es aber vorher angleichen. Wenn man das nicht macht, dann hat man Probleme. Weil, ja, weil auch immer, ne? So, okay. Dann nehmen wir jetzt, haben wir noch einen Anhänger da, einen kleinen? Ne, haben wir nicht. Strom machen wir gleich im Anschluss. So, jetzt gehen wir noch um die ersten Kühe. So, Kühe. Mu 1 und Mu 3, ne? Oder Mu 4, ne? Jetzt kommt ihr ein neues Zuhause. Und dann gibt es auch Stroh. Das heißt, ja, ich würde euch jetzt hier, ne, rüberbringen, ne? Rufen und reinrufen in den Stall. Aber gut. Das geht hier nicht. Früher hat man die Tiere einfach so Kette gelöst und dann wurden die, na, die älteren Kühe kannten sich aus, ne? Da sind die im Prinzip dem Pferdewagen gefolgt, ne? Und dann zur Weide gefahren. So, wo ist er? Er nicht da. So, verschieben wir mal, ne? Nehmen wir erstmal die. Verschieben wir mal die. Bestätigen. Hat gleich gemerkt im Gewicht. Jetzt haben wir hier nämlich unsere Kühe drin. Jetzt mal aufpassen, dürfen wir nicht so lange warten, ne? Also eine Aktion hat mich schon Tiere gestorben, ne? Besonders mal nachts zu schnell spielen, ne? Also zu hohe Geschwindigkeit spielt, dann ist es gefährlich. Ich würde empfehlen, bei Tiertransporten aller Art maximal auf 5 zu spielen, nicht auf 30 oder auf 60, ne? Sonst die verrecken einem Hänger, ne? Und das ist ungünstig. Denn normalerweise sind Tiere auf Wasser bekommen, ne? Und ja, zumindest Wasser. Und wenn sie kein Futter kriegen, also Wasser ist das Minimum, was sie haben wollen. Das ist hier nicht vorgesehen, ne? Und so wildes Fahren sowieso nicht, ne? Ein bisschen angleichen noch, sehe ich hier noch. Rechts, aber gut. Straße müssen wir noch ein bisschen zeichnen hier. Na gut. Das Feld reißt das Geld schwer nicht. So. Jetzt sind sie zu Hause. 2,8 Jahre alt und ne, Mu ist hier, ne? Ja, ne. Neue Weide, neues Glück. Kriegen wir sofort Wasser. Das erste.
wäre schlimm, wenn kein Wasser da wäre. Und Futter. Das sieht grün aus. Dieser braun und das grün. Hier brauchen wir nicht suchen, hier ist alles gekennzeichnet. Also so mache ich das. Hier vorne Strohne her. Das kommen die nächsten Kühe. Und dann können wir hier auch die Milch holen her, ne? So, Anhänger ist leer. Alle raus. Ab zum nächsten. Hier vorne ein bisschen angleichen noch. Ein bisschen schön machen, sozusagen. Gas gehen. So, liebe. Oh, ja, Hundbaum. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao. Ja, wir machen gleich weiter hier im LS mit dem Transport weiterer Rinder. Tschüss.